Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Folge, zu einem weiteren Upload. Heute gibt es nämlich einen Double Upload. Ich weiß nicht, ob dieses Video zuerst kommt oder das andere, aber heute gibt es Double Upload. Wir schauen Skibidi Toilet 77 Part 1. Nenn es doch bitte 77. Mann, ich gehe jetzt extra auf den Kanal und schaue nach, was die hier alles gemacht haben. Und Leute, die haben einfach die letzte Episode, die wirklich eine Full-Episode war, war Folge 75, dann 74. Dann haben sie 73 in zwei Parts unterteilt. Die 72 haben in zwei Parts gemacht. Die 71 ist alleine. Bring doch bitte einfach Einzelparts. Ich check's nicht. Naja, auf jeden Fall die letzte Folge, und wir schauen auf dem Kanal von The Freak Boom vorbei, ist geendet damit, dass wir diese komische Frau gesehen haben. Ich weiß nicht, wer sie ist. Ich weiß nur, dass sie, keine Ahnung, Leute. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich glaube, die Frau hat einen in der Seele verzaubert. Naja, wir schauen auf jeden Fall auf dem Kanal von The Freak Boom vorbei. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und let's go. Wow, das geht. Ich mag die Atmosphäre. Ich mag die Atmosphäre die ersten Sekunden. Das ist wenigstens ruhig. Ich habe mir Multiverse vorher reingezogen und das war bam, bam, bam. Hier Feuer, da Feuer. Es geht actionlos. Und hier hast du so einen roten Himmel, einen Baum. Sieht aus, als wäre es unter Wasser. Was passiert jetzt? Die Folge interessiert. Die Folge interessiert. Es ist eine Geheimoperation. Okay. Du checkst sofort nach 10 Sekunden, worum es geht. Es ist eine Geheimoperation, man soll ruhig sein, mal so nicht entdeckt werden. Musik im Hintergrund ist cool. War das gerade ein fliegender Stuhl? An die Regie, wir müssen jetzt kurz mal zoomen. Das ist ein fliegender Bürostuhl. Warum? Oder warte, der fliegt gar nicht. Der wird von diesem Lichtstrahl eingesaugt. Und er ist dabei, hier gerade zu feuern. Oder? Oh nein. Don't shoot. Menschen in Skibidi Toilet? Ist das eine Premiere? Das letzte Mal, dass ich normale Menschen gesehen habe, war in Skibidi Toilet 2. Ja, Folge 2 oder so. Unfassbar. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir mal die Untertitel an. We're not enemy. Wir sind keine Feinde. I've seen likes of you helping out other people. Can you get us to a safer place? Alter, das ist eine Rescue Mission, eine Rettungsmission. No, can't you see the church is on fire? Sie sind tot. GG, Bro. GG. Holy Macaroni. Mac and Cheese. Ja, jetzt kommt, jetzt seid ihr in Sicherheit. Hä? Wo seid ihr denn? Wo seid ihr? Oh, ihr seid eine Wolke geworden. Eine rote Wolke, die hier fliegt. Ihr seid pulverisiert. Jetzt seid ihr im Himmel. Aber das ist genau das, was ich sehen will. Genau so eine traurige Wahrheit will ich sehen. Dass Skibidi Toilet einmal eins in die Fresse haut. Mit geisteskranken Effekten und so, Leute, die brauchen Hilfe. Hilf uns, bitte rette uns. Zack, tot. Die sind weg. Du hast die 10 Sekunden in der Folge gesehen und du fühlst mit denen. Du fühlst mit den Charakteren. Und das machen andere Serien wie Skibidi Toilet Multiverse sehr, sehr falsch in letzter Zeit. Skibidi Toilet Normal hat auch viel falsch gemacht. Aber das war heftig. Das war absolut heftig. Die Szene alleine ist für mich der krasseste Moment in den letzten 10 Folgen gewesen. Der ist so irrelevant. Aber der zeigt einfach, dass die Menschen auf dieser Welt keine Rolle mehr spielen. Die Skibidi Toilets
haben alles übernommen. Und die Cameramen spielen auch mit in dem Kampf. Sie zerstören die ganze Welt. Takedown! Okay. Toilette gegen Toilette. What? What? Folge traut sich was. Ich sag's euch, wie es ist. Ich glaube, der Freak Boom hat richtig Schmerz erlebt. Ich glaube, der hat richtigen Schmerz erlebt. Der verarbeitet ja ein Trauma mit dieser Episode. Stabil, Jungs. Warum zielt mein Bruder auf mich? Ist er dumm? We saved your life. Relax. We ain't here to hurt nobody. Oh Mann, das also auf eine andere Art, also wenn wir jetzt hier nicht auf YouTube wären, sondern auf einer anderen Seite, dann wäre das Intro von einem, ein Video. Nein, 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 bitte, nee, nein, bitte kein Rule 35, bitte kein Rule 34 von Skibidi Toilet. Bitte nicht. Nein, 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 keine Freunde. Nicht offiziell. Oh! We are not asked. Oh Gott. Die Folge ist laut. Alter. Wer seid ihr? Bro, es ist... Ey! Michael Jackson ist wieder da! Jaggerman Jagger Jugu Jackson! Michael Jackson! Skibidi Toilet ist da! Hihi! Das hat so gut gepasst! Okay, Michael Jackson hat ein bisschen... Ja, den... ja, er hat den hier gemacht, ja. Der DJ aus der legendären Folge ist auch mit dabei. Yo! Okay, man! Und Flexi! Ja, Bro, trau dich jetzt bloß nicht den Mittelfinger zu zeigen. Die habe ich jetzt zweimal gerettet. Ganz ehrlich, du wärst jetzt weg. Warum? Warum sollen die gehen? Warum sollen die miteinander gehen? Wohin gehen? Jetzt sind sie ein Team. Okay, Leute. Das wäre auch cool. Wir sind so ein Söldner-Squad. Wir sind ein Suicide-Squad. Ja. In Skibidi Toilet. Und jetzt gehören wir zu denen. Und wir sind jetzt mit Michael Jackson, Jagga Jugu Jackson, dem DJ. Und vielleicht lernen wir auch diese Frau kennen, Leute, nochmal. Leute, ich hoffe, euch hat diese Folge natürlich gefallen. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, haut rein, IDs raus und ciao.